Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Am Anfang dieses Vlogs gibt es was ganz Besonderes. Nämlich die Bekanntgabe der Gewinner von unserem Nintendo-Gewinnspiel. 14 Tage habt ihr Zeit gehabt, einen Kommentar zu hinterlassen mit dem Hashtag Nintendo, um Folgendes zu gewinnen. Ja, verlosen wir zweimal dieses Paket. Es gibt Mario Kart 8 Deluxe. Dann gibt es noch Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Und 51 Worldwide Games. Genau, und das erste Dreierpaket losen wir jetzt aus. Dafür haben wir ein Tool installiert, einen Zufallsgenerator, der aus allen Kommentaren, die den Hashtag Nintendo gesetzt haben, jetzt den ersten Gewinner auslost. Wollen wir sehen, wer das ist. Da haben wir ihn schon. John liest mal eben vor und macht ein Foto. Warte, erstmal das Foto. Und der Gewinner heißt, oh, das ist schwer, Chris BRM ist eine Abkürzung für Bremen, glaube ich. Und dann 28. Mit dem Kommentartext Hashtag Nintendo, ich hoffe, ich gewinne die drei Spiele. Tja, herzlichen Glückwunsch. Genau, und jetzt kommt der zweite Gewinner. Den machen wir jetzt auch noch mal eben schnell. Oh, den würde ich dann machen. Das ist dann mein Gewinner. Auf geht's. Und wir haben einen. Da haben wir ihn. Erstmal fotografieren. So, der Gewinner lautet Timo Primo 123 mit dem Kommentartext Nintendo, Hashtag Nintendo. Und ja, herzlichen Glückwunsch an euch beide. Bitte kontaktiert ihr uns, wir probieren das Gleiche und dann sind die drei Spiele schon ganz schnell bei euch. Ja, und ich würde sagen, los geht's mit dem Vlog. So ist es. Ja, wir dachten, zu Beginn dieses neuen Vlogs machen wir nochmal so einen schönen, ruhigen Tag, denn ich habe heute frei zum Glück und Johnny genießt seine letzten 2 Tage Ferien. Am Donnerstag geht's wieder los. Wenn ihr das Video seht, ist es schon Donnerstag, aber dann ist alles vorbei. Ja, war ja eine schöne Zeit, die man so hatte. 6 Wochen Sommerferien. Dein Denke habe ich früher ja auch mal gehabt. Ist schon ein Wahnsinn, ein Luxus, den man erst zu schätzen lernt, wenn die Schule vorbei ist und man keine 6 Wochen am Stück mehr Sommerferien hat. Aber Donny, was war denn so für dich in den 6 Wochen das beste Erlebnis gewesen? Uff, also ich müsste mich entscheiden zwischen dem Aufenthalt in Berlin und dem Phantasialand. Fand ich beides sehr schön, weil ich wollte schon immer mal das Brandenburger Tor und so sehen. Ja, da würde ich mich, ja, ich würde beides auf dem ersten Platz packen. Ah ja, also alles Sachen auf jeden Fall, die wir auf unserer Deutschlandreise gemacht haben, muss ich sagen. Gut, es war ja unser Urlaub. Natürlich war es auch für mich das schönste Erlebnis und auch ich muss sagen, mir hat Berlin richtig super gefallen. Aber ich muss sagen, auch Dresden war richtig klasse. War auch super. Diesmal haben wir mit Bayern, finde ich, so nicht so was Tolles gehabt wie sonst, dass wir so in der Natur rumgelaufen sind. Aber egal. Dafür waren wir in der Hauptstadt. Ja, genau. Das muss ich auch sagen. Fand ich auch toll, weil wir da so lange nicht waren. Also John war jetzt im ersten Mal in Berlin und wir waren seit vielen, vielen Jahren nicht mehr da gewesen, Simone und ich. Ja, also ich kann auch mit Stolz behaupten, dass ich in einer Hauptstadt lebe. Das tue ich tatsächlich wirklich. Wir wohnen ja in der Stadt Bremen und Bremen ist die Hauptstadt vom Bundesland Bremen, da es nur ja, Bremen in dem Bundesland Bremen gibt. Das ist ja ein Stadtstaat, genau. Ja, was machen wir jetzt, Johnny, bei dem schönen Wetter? Wir hatten ja in den letzten Tagen mit dem Wetter ein bisschen Pech, also bisschen durch die Innenstadt trödeln, würde ich sagen. Ja, machen wir das mal. So, unsere Masken haben wir schon wieder aufgesetzt, weil wir jetzt nämlich im Kaufhaus sind. Und dieses Kaufhaus
hieß ganz früher, also als ich auch noch ein kleines Kind war, hieß das mal Horten. Jetzt heißt es Galeria Kaufhof. Ja, und bald heißt es gar nichts mehr, denn das Kaufhaus schließt. Ich finde das für die Bremer Innenstadt eine absolute Katastrophe. Naja, es gibt ja noch Karstadt, aber das Problem ist halt, ich bin immer hier reingegangen, wenn ich mich entscheiden konnte, ja, weil oben noch der Saturn drin ist. Genau. Und das Besondere war für mich immer schon, in diesem Kaufhaus hier, wenn man hier mit der Rolltreppe nach oben fährt, diese, ja, was soll ich sagen, dieses Gestell hier, da sind also so Glühbirnen dran und heute sind da nur noch wenige Glühbirnen dran, weil es so aussieht. Aber ich weiß, ganz früher, da war wirklich jeder Steckplatz, der da war, eine Glühbirne. Fand ich schon als Kind irgendwie toll. Ich und auch. Also ich bin zwar immer noch ein Kind, aber ich weiß auch noch, früher habe ich mir das auch immer voll angeguckt. Ja, schön. Ist schon was Besonderes. Aber ja, wie gesagt, im Zuge der ganzen Schließung von Galeria Kaufhof, nicht nur in Bremen, bundesweit werden ganz viele Filialen geschlossen, macht eben auch dieses Kaufhaus dicht und oben ist Saturn drin. Ich kann nur hoffen, dass Saturn in Bremen noch einen anderen Platz kriegt. Sonst gibt es, glaube ich, in Bremen gar keinen mehr, oder? Irgendwo doch, es gibt noch, Bremen, gibt noch welche, aber die sind eben nicht so nah bei uns. In der Innenstadt halt nicht mehr. Ja, genau. Dann müssen wir Amazon eben noch mehr bemühen als ohnehin schon. So, jetzt fahren wir nochmal zu Saturn, mal gucken, was es Neues gibt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ja, ich bin fast jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, hier. Es geht auch immer, lustigerweise, auch immer am Roland los, wo wir auch losgefilmt haben mit der Stadt. Gut. Naja, wie immer geht es erstmal zu den Spielen. Ich muss ja sagen, ich bin ja noch Ewigkeiten mit meinem The Last of Us Part 2 beschäftigt. Sonja ist schon durch. Ja, schon innerhalb der ersten paar Tage. Inzwischen bereue ich es, denn die Story, die war echt geil. Aber ich spoilere nichts. Naja, ich hab's noch vor mir zum Glück. Jetzt, wenn der Sommer irgendwann mal vorbei ist, dann spiele ich auch wieder ein bisschen mehr. Gibt es sonst irgendwas hier, was interessant wäre an Spielen? Ich gucke immer erstmal durch, ob es was Neues gibt. Dann gehe ich meistens dann noch zu der Nintendo Abteilung und tja. Naja, ich freue mich erstmal auf die PlayStation 5, die rauskommen wird. Allerdings bin ich auch sehr interessiert an diesem Microsoft Flugsimulator, den es jetzt seit einigen Tagen gibt. Der ist natürlich auch nicht für die PlayStation, sondern der ist für die Xbox. Johnny, brauchen wir eine Xbox, eine neue? Du vielleicht schon. Denn auf dem Computer wird es bei uns nicht laufen, das sage ich jetzt ja schon. PlayStation 5. Na gut, reicht eigentlich auch. Aber ich möchte dieses Ding unbedingt spielen, diesen Flugsimulator. Muss ich echt mal sehen, was ich da mache. So, ein Problem, was wir jetzt gelöst haben. Wir sind wieder an der Schlachte. Und ja, wir wollten immer mit der Osmo Action Kamera hier filmen, die wir hier gerade haben. Nur der Ton war da irgendwie immer so dumpf. Wir vermuten, dass es daran liegt, wegen dieser Halterung, weil die nicht für diese Kamera gedacht ist, sondern für eine GoPro. Aber sie sehen ja fast identisch aus. Und dann hatten wir noch so, oh, ordentlich was los hier. Dann haben wir halt so ein Mikrofon, das haben wir schon immer dabei gehabt, aber jetzt haben wir es halt immer daneben festhalten müssen. Jetzt haben wir es mit so einer Halterung daran befestigt und so klappt das alles ganz gut. Darauf erstmal ein kühles Getränk. Ja, jetzt wo die Ferien und mein Urlaub vorbei sind, werden natürlich auch die Vlogs wieder ein bisschen alltäglicher, sag ich mal. Wir sind also nicht mehr so viel unterwegs. Ich hoffe, man merkt das nicht, dass alles ein bisschen langweiliger wird oder ein bisschen alltäglicher. Aber dieser Ort hier, die Schlachte, muss ich mal sagen, war immer schon einer meiner Lieblingsorte in Bremen. Nicht nur wegen des kühlen Getränks, sondern auch wegen der, wenn man jetzt die Chance mal hat, hier morgens zu sein, wegen dieser tollen Ruhe. Die zwar jetzt gerade nicht, weil hier so viele Anlieferungen gerade sind, aber in der Regel ist hier so eine schöne Morgenstimmung immer. Ja, Johnny, erzähl doch mal, was mir so einfällt. Wie ist das eigentlich jetzt mit dem Schulbeginn und Covid-19 geregelt in deiner Schule, wo du hingehst? Tja, also ich weiß nicht, wie es danach laufen wird, aber was wir bekommen haben, ist, dass wir wieder wahrscheinlich in einer ganzen großen Klasse wieder zusammen sein werden. Mit Sitznachbarn und so. Und jetzt kommt das Problem. Wir hatten immer so eine Halbgruppe in einem schon kleinen Klassenraum. Der Klassenraum wird jetzt noch kleiner, aber die Gruppe wird größer. Wie soll das denn bitte schön funktionieren?
Ja, das ist, das ist die große Frage. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das klappen soll und vor allem, wie lange das gut gehen wird. So, was gibt's zu essen? Bei mir gibt's den kleinen Farmer, das sind so Chicken Nuggets, die so ein bisschen wie Schnitzel gemacht sind, mit leckerer Pommes. Und bei Stefan gibt es Weißwurst mit Brezel und Butter. Auch sehr lecker. Ja, und dazu, wie man es weiß und kennt, ein kühles Getränk. Ja, ich wollte mal zeigen, wie so ein Norddeutscher wie ich seine Weißwurst isst. Das war für mich immer früher ein Problem, weil die Wurst ist ja in einer Pelle und manche essen diese Pelle auch mit. Ich esse sie auf gar keinen Fall mit. Dann gibt es ja in Bayern dieses Zurzeln, das heißt irgendwie so, dass man diese Wurst in den Mund steckt und das dann irgendwie so auslutscht. Finde ich aber ziemlich ekelhaftig. Bis ich früher mal eine Folge einer Krimiserie gesehen habe von Der Alte. Das war sowas wie Derek, kennt wahrscheinlich keiner mehr, aber es gab es immer freitags um 7:45 im ZDF. Und der Siegfried Lovitz, der Alte ist, hat die Wurst folgenderweise gegessen. Er hat also hier mit der Gabel reingestochen, hat die dann hier so aufgeschnitten und hat dann die Wurst aus der Pelle so rausgemacht. Ungefähr so. Und das fand ich eine ganz tolle Art, wie man das macht, habe ich mir so angewöhnt. Und seitdem esse ich die Weißwurst immer so. Wahrscheinlich werden irgendwelche Leute, die in Bayern leben und sowas öfters essen, jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber mir schmeckt es so. Und am besten noch mit diesem leckeren Händelmeier süßen Senf. Ein echter Genuss. Wir haben ja heute schon mal oft über Urlaub gesprochen. Und wenn ich über Urlaub spreche, muss ich immer an einen ganz bestimmten Urlaub denken. Lass mich raten. New York. Genau. Findest du ja so toll. Ich finde es total super. Und der Urlaub, den ich meine, ist mein absoluter Lieblingsurlaub. Den habe ich übrigens alleine gemacht vor einigen Jahren. Da war John gerade mal geboren, würde ich sagen. Da war John ein Jahr alt. Ja. Weißt du noch? Nee, weiß ich nicht, aber ich kann mir dann vorstellen, dass der Urlaub ganz gut war ohne Simone und mich. Ja, ich habe mich also immer daran erinnert und ich habe auch darüber mal einen Videofilm gemacht, aber ich habe dummerweise, da es ja für unser privates Videoarchiv gewesen ist, da Musik verwendet, die man bei YouTube nicht verwenden darf, da sie geschützt ist. Und vor kurzem, da ich eigentlich immer alle wichtigen Rohaufnahmen mir sichere, habe ich diese Blu-ray mit den Originaldateien wiedergefunden. Und ich würde euch und John gerne mal zeigen, was ich so 2009, so lange ist es schon her, da in New York so gemacht habe. Also, wie ich da New York erlebt habe. Ich hoffe, das ist für euch interessant. Wollen wir mal machen? Ja, gerne. Ich mag New York auch sehr gern von Sehen. Wie vom Sehen. Ja, GTA Vice City. Das ist sie, die Blu-ray, auf der ich diese Daten damals zum Glück gesichert habe. Leider nur in 25 FPS. Aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr so zeitgemäß. Aber immerhin ein Andenken an meinen wirklich besten Urlaub bisher, den ich hatte. Ohne die beiden. Vielleicht war es deshalb ja so gut, keine Ahnung. Bestimmt. Wir vertragen uns auch gut im Urlaub. Nein, und ich muss mal sagen, das war damals auch kein Thema, dass Stefan alleine die Zeit in New York verbracht hat. Da war John gerade ein Jahr alt und... Das können wir mal eben kurz zeigen, wie das ausgesehen hat. Ja, John!
Ja, wer hat ihn erkannt? John, ganz klein noch. Und damals noch mit ICQ als Videochat-Programm. Das kennt, glaube ich, heute keiner mehr. Das war damals das Nonplusultra in solchen Sachen. Heute gibt es dann FaceTime oder irgendwas. Ja, ich kenne es gar nicht. Nee, ich habe noch das Klingeln im Ohr, wenn eine Nachricht kam, dieses Oh-Oh. Ja, ja. Naja. Nein, und ja, der Urlaub damals war Stefan natürlich gegönnt. Ich hatte ja Elternzeit und war eh zu Hause. Und warum solltest du da nicht auch mal abschalten? Und mich hat in der Zeit noch meine Mama besucht, das weiß ich noch. Ja, und ich hatte ein wirklich ganz tolles Hotelzimmer. Das Hotel The Alex, Alex oder so hieß das, war gerade damals neu eröffnet. Das gibt's heute unter dem Namen gar nicht mehr. In der 45. Straße war das. Ganz in der Nähe vom Times Square. Und mit allen Schikanen. Da war sogar eine HiFi-Anlage auf dem Zimmer und die Leute lachen da jetzt heute drüber. Eine HiFi-Anlage? Wer hatte denn eine HiFi-Anlage auf dem Zimmer? Da hat man, also keine Ahnung, das war wirklich super. Im Badezimmer war ein Flachbild-TV. Naja, und falls man mal auf der Toilette ein bisschen länger braucht. Zum Beispiel. Oder wenn man in der Badewanne gelegen hat. Keine Ahnung, wofür das alles da war. Und warum war es für mich der beste Urlaub? Unter anderem deshalb, dass ich also mein Tempo, also ich renne ja immer ziemlich schnell oder alle sagen vielleicht zu schnell, konnte genau mein Tempo durchziehen, konnte alles mir das angucken, was ich mir angucken wollte. Habe unter anderem geschafft, endlich in die David Letterman Show zu kommen als Zuschauer, was wir auch schon bei vorherigen New York-Besuchen gerne machen wollten. Und da ist ein ganzer Tag bei drauf gegangen. Central Park, Ausgang, habe ich das Theater gesehen. Da konnte man dann sich dafür bewerben für so einen Zuschauerplatz. Da musste man da einen Sprachtest und Verständnistest machen. Dann wurde man aufs Hotelzimmer geschickt, musste auf einen Anruf warten. Dann musste man wieder hin, dann wurde das Klatschen eingeübt. Aber dann wurde die ganze Mühe belohnt. Ich habe meinen absoluten Lieblingsschauspieler hautnah erleben können. Mr. Spock, Leonard Nimoy. Ja, das ist schon was. Den habe ich auch vorher gerade im Kino gesehen. Der hat einfach nur so vor mir gestanden. Und das war für mich der Hammer. Und dann war noch ganz toll, da bin ich zur Central Station, die war auch in der Nähe meines Hotels, gegangen und bin mit dem Zug oder mit der, erstmal mit der U-Bahn zu Coney Island gefahren. Das ist also in New York so ein, ja, wie soll ich sagen, am Rande von New York City. So ein Steg mit so Buden und Karussells. Und da gab es doch tatsächlich an so einer Art Beach Club, würde ich mal sagen, Hofbräu Maibock zu trinken. Ja. So und was bleibt hängen, ne? Bleibt bleibt in Erinnerung. Ja, genau. Ja, die Getränke. Nicht, was man Schönes gesehen hat, immer die Getränke. Das natürlich auch alles. Das war alles. Was Besonderes. Ja. Was hat es damit auf sich? Also der Zuschauer, der schon länger dabei ist, und zwar seit letztem Jahr Oktober, der weiß, was das bedeutet. Das sind nämlich die Reste von Johns Lego. Ich habe alles aufgebaut, immer etappenweise verkauft. Und wie gesagt, was wir hier sehen, ist der Rest. Das wird nachher alles abgeholt. Und dann haben wir endlich wieder mehr Platz bei John im Zimmer. Und ich habe endlich wieder mehr Zeit. Weil das hat echt lange gedauert. Und ich mehr Kohle. Ja. Das Geld geht nämlich an mich. Ich weiß nicht, sie wollte von nichts abhaben. Nein, das ist ja dein Spielzeug, ne? Also ich bin froh, wenn das nachher wegkommt, sind wir alle froh, dass wir wieder Platz und Ordnung haben. Also heute ist ein Tag zum Feiern. Ja, und bevor jetzt alle schreiben, John, wie kannst du das nur zulassen? Keine Sorge, meine Lieblingssachen habe ich behalten von Lego. Natürlich Lego Star Wars, alle Sachen, die es von Jabba gibt. Also Jabbas Palast, große Segelbarke, kleine Segelbarke, Rancor Käfig. Ja, so sieht's aus. So, während ich da oben fleißig an diesem Vlog geschnitten habe, hat Simone das ganze Lego verkauft. Genau, also wir haben jetzt ein prall gefülltes Portemonnaie und ja, wir werden sehen. John fängt jetzt mit der Zählung an. Ich darf es dir zu treuen Händen überreichen. Wie viel Geld ist zusammengekommen? Du bringst erstmal das leere Portemonnaie zurück. John ist sehr großzügig. Ja, das bin ich. Ja, das Objekt der Begierde ist ja die PlayStation 5, die bald erscheinen wird. Mal sehen, ob die damit schon
für schon verdient ist. Was schon mal verdient ist, sind 300 Euro. Opa. Ja, Man weiß ja noch nicht, was das Teil kosten soll, aber ich glaube, es ist deutlich teurer als 300 Euro. Und wann es erscheinen wird, weiß man ja auch noch nicht genau, oder? Naja, so ungefähr kann man schon eingrenzen. Weihnachten? Keine Ahnung. 470 Euro. Wow. Oh. Da muss noch ein bisschen gespart werden, glaube ich, aber es ist noch ein bisschen Zeit. Wow, ja. Also ich bin total sprachlos, was jetzt wirklich zusammengekommen ist. Und ja, John, mir fällt nichts mehr ein. Hast du vielleicht noch was zu sagen? Ja, ich habe noch was zu sagen, denn ich beende jetzt den Vlog. Wenn er euch gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken, uns abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Ja, tschüss! Auch von mir. Tschüssi!